So, da bin ich wieder. Gucken wir doch mal, wie das dann jetzt so spontan nochmal in Celeste läuft. Wie wir uns anstellen werden. Was soll schon schief gehen, nicht wahr? Ah Gott, zu viele Fenster auf. Geh du doch mal eben weg. Das wollte ich haben, genau. So. Würde ich doch sagen, gehen wir nochmal eben einmal so durch das Level durch. Dass ich mich nochmal an das Level erinnere. So oft habe ich das ja durchgespielt, noch nicht. Ja, eigentlich bis jetzt zweimal. Einmal als wir es so gespielt haben und das letzte Mal, bevor wir angefangen hatten. Möchte ich mir das doch nochmal angucken, bevor wir richtig loslegen. Also bei mir läuft es ganz gut und bei dir, Richard? Ups. Es kommt davon, wenn man einfach nur hier schnell durchspringen will. Ohne aufzupassen. Immer noch an Sachen dran, ja, soll vorkommen, nicht wahr? Dass man so Sachen macht. Habe ich gehört. Schon richtig hoch. Ja. Naja, ich sollte eigentlich auch springen, aber okay. Wollte ich gerade nicht. Ups. Nee, ich hab die nicht vergessen. Ich hab, bevor ich angefangen habe, gesagt, ich mache das erst einmal nochmal so. Ups. Ja, hier muss ich einfach direkt loslaufen, wenn ich in den Raum komme. 6 Spiele sind ja jetzt... Stimmt, das ist schon niedlich. Das ist ja nicht viel. Einmal gerade nochmal den hinteren Teil des Levels angucken, den wir das letzte Mal ja auch wieder so gar nicht gesehen hatten. Oh Gott. Lass mich da hoch. Nein! Okay. Nochmal. Na, geht doch. Warte, das war auch reinlaufen und einfach direkt los. Hm.
shit. Ja, ich glaube, dieser Haufen mit Spielen, die man eigentlich spielen und auch ganz durchspielen will, ich glaube, so viele Spiele, wie immer rauskommen, kann der gar nicht wirklich kleiner werden, wa? Zumindest, wenn man sich mit den Spielen, die man dann spielen will, auch Zeit lässt. Ich glaube, das wird zumindest recht schwierig. Ups. Nein, ich kann da auch noch dashen, ja. Ich muss das nicht ohne machen. Nur weil ich weiß, wie theoretisch. Oh Gott. Hilfe. Oh shit, das war dumm. Oh, Hilfe. Oh! Nein! Oh, verdammt! Was war das denn für Quatsch? Wie viel Quatsch habe ich da jetzt gemacht und gerettet, bis ich am Ende doch gestorben bin? Einfach ein Doppeldash hier hoch, dann so. Und so macht man den Raum vernünftig. Warte, da muss ich lag. Warum gehe ich auf die Seite? Das war auch wieder sehr unintelligent. Was ist los, Richard? Ich habe mich davon ablenken lassen, dass ich den Kristall schon eingesammelt habe. Wow. Ich lasse mich von dem ablenken, was ich eigentlich machen muss. Bis dann, Marc. Gute Nacht. Ja, die Blöcke werfen mich halt in die Richtung, je nachdem, wie ich da dranhänge, ne? Also, wenn ich mich falsch dran positioniere, die werfen mich halt so gesehen immer von der Mitte aus weg. Und wenn ich halt nach unten an dem Block hänge, ja, dann schmeißen sie mich halt nach unten, ne? Oh, shit.
auch den Hebel schon treffen. Machen wir das halt so. Ja, was tue ich da? Dieser ganze Quatsch darf mir, wenn ich hier irgendwann in einem richtigen Versuch hinkomme, aber auch nicht passieren. Oh Gott. Oh nein, das war nicht gut. Das war nicht das, was ich vorhatte. So ähnlich sollte das aussehen. Oh nein, ich bin gegen die Wand gekommen. Na, ich weiß ja nicht, ob 2D-Spiele so gut mit einer VR-Brille funktionieren, dass das jetzt so großartig anders wäre. Da müsste Celeste schon, glaube ich, ein 3D-Plattformer sein, damit es erstmal richtig interessant wird. Okay. Haben wir das Level schon mal wieder ganz gesehen? Jetzt wollen wir die goldene Beere wieder mitnehmen. Ja, wenn du aus einem 2D-Plattformer einen 3D-Plattformer machst, indem du einfach nur eine dritte Dimension ausführst, aber das Gameplay das gleiche bleibt, dann was machst du? Dann wird das, glaube ich, in VR auch nicht funktionieren, weil wenn du dich umdrehen musst, musst du dich ja auch wirklich immer, wenn überhaupt, nur einmal ganz umdrehen und nicht irgendwas dazwischen und alles, ne? Ich glaube, dass sowas wird in VR nicht funktionieren. Huch. Und reden kann ich offensichtlich auch nicht mehr richtig. Oh Gott, okay. Gehen wir nochmal hoch. Wir haben ja Zeit.
Das war nicht so klug, nee. Das war auch eigentlich überhaupt nicht der Plan. Okay. Da bin ich aus Versehen hochgedasht, anstatt von dem Eisding einfach abzuspringen. Ja, das war nicht gut getimed. Ja, das war auch sehr interessant und überhaupt nicht richtig. Da wollte ich wieder ein bisschen schneller, als gut für den Raum ist. Okay, brauchen wir den diesmal doch, weil ich viel zu weit von der Wand aus angefangen habe. Ding dong. Klingelt schon wieder. Im ersten Moment wieder überfordert sein, weil man von dem Eisding abgesprungen ist, obwohl man das gar nicht erwartet hat. Oh Mist. Okay. Da habe ich nicht das gemacht, was ich eigentlich machen wollte, aber ich konnte es noch retten. Okay. Oh shit. Oh, das war nicht gut. Das hat irgendwie gar nicht gepasst. Aber der Versuch war doch schon mal nicht schlecht. Für heute zumindest. Ich war auch schon weiter. Das war eine Mischung aus nicht entscheiden. Das war etwas, wo ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich an die Wand will und da abspringe oder einfach so zwischendurch her will. Und dann bin ich einfach auf den Feuerball draufgesprungen. Ups.
Okay, nochmal. So machen wir das eigentlich so, wie ich es immer mache. An der Wand. Da brauche ich eigentlich nicht überlegen. Ich weiß ja, was ich da machen will. Okay. Oh Gott, ich bin viel zu spät gesprungen. Und dann bin ich deswegen nur wie nasser Stein runtergefallen. Nasser Stein, der einmal noch nach rechts dashen konnte. Was ihn auch nicht gerettet hat. Bis dann, Mauli. Gute Nacht. Da bin ich ein bisschen weiter nach rechts losgeflogen, als ich gedacht habe. Aber hat ja alles geklappt. Huch. Machen wir das halt doch so, nicht wie gedacht. Wenn ich erst wieder aus Versehen unter die Decke dashe. Ah, warte, doch. Da hatte ich ja schon wieder gar keinen Dash mehr. Ich will nach oben dashen und es passiert einfach nicht. Thank you.
Das war nicht der Plan, da schon zu dashen. Dann machen wir das einfach mal irgendwie anders. Okay. Das war jetzt irgendwie komisch, aber es hat funktioniert. Oh shit, das war dumm. Das kann ich noch hinbekommen, aber das war nicht klug. Warum habe ich das getan? Oh Gott, es geht noch. Oh. Ich kann doch nicht einfach an dem Anfang des Raumes dashen. Was ist denn mit mir? Ich will nicht nach da rechts dashen. Mann, ich bin da zu langsam gedacht. Ich hab's eben schon falsch gemacht, als ich's ausprobiert habe. Und da habe ich mir doch gedacht, ich will links hoch und ich hab's wieder nicht getan. Ups. Mist. Mist, Mist, Mist. Wie ich gerade einfach darüber nachgedacht habe, wie es am besten gehen würde, wenn ich da einfach mit einem Hyperdash rüber dashen würde. Anstatt es einfach so zu machen wie immer, fallen mir schon wieder andere Sachen ein, die mir es nicht einfacher machen. Die Klar, sie könnten funktionieren, aber das würde es mir definitiv nicht einfacher machen, als der Weg, der eigentlich immer klappt, weiterhin zu nehmen. Aber das wäre ja langweilig, ne? Nicht einfach mal zu versuchen, irgendeinen anderen Weg zu nehmen, der gefährlicher ist. Man muss ja wenigstens drüber nachdenken. Auch wenn das eigentlich eine doofe Idee ist. Nee, das hat eher was... Da würde ich dann schon eher den Speedrunner sagen, weil das... Wenn das, was ich da im Kopf hatte, klappen würde, wäre es halt schneller. Weil ich nicht da warten müsste, wie ich von dem Block abspringe. Das eher. Da kommt dann der kleine Speedrunner durch. Der sagt, ich weiß eigentlich, wie das schneller geht. Auch wenn es gefährlicher ist. Weil wenn ich's geübt hätte, wäre es wahrscheinlich nicht mal gefährlicher. Wären sich nur ein Hyperdash im richtigen Moment. Und die kann ich ja eigentlich schon. Hat mir das Spiel beigebracht, wie die funktionieren.
Okay. Das war dumm. Es geht noch. Alles okay. Oh fuck. Oh, nee. Meinst du echt, dass mir das passieren würde? Du bist doch auch schon so ein paar Tage länger da. Du müsstest doch auch wissen, wie geduldig ich bin. Dann würde ich deswegen bestimmt nicht ausrasten. Ja, vielleicht ein bisschen genervt, wenn das mit Absicht da einfach total langsam wäre. Aber ich würde da nicht ausrasten. Das ganz bestimmt nicht. Na, ich würde dann aber auch nicht ausrasten. Hat halt nicht direkt immer jede Ahnung von alles. Von allem. Deswegen muss man ja nicht gleich ausrasten. Ah, warte, was tue ich da? Ich habe da keinen zweiten Dash mehr. Ich wollte gerade einfach so hochdashen zur Wand hin. Wenn ich es schaffe, nehme ich diese Erdbeere jetzt aber auch immer mit, wa? Habe ich letzte Mal ja schon mit angefangen. Hängt da halt so rum. Kann man ja dann ruhig mal mitnehmen, wenn man den Dash eh nicht mehr braucht für den Raum. Und ich bin nicht gesprungen. Sehr gut. Oder zu spät mal wieder. Das ist dann... halt so spät war, dass es kein Sprung mehr war. Verdammt.
Wir müssen Sachen. Ich muss das jetzt auch mal ausprobieren, weil es hier direkt am Anfang ist, ne? Schrecklich. Okay, machen wir das doch so, ja. Hypern wir doch einfach durch den Raum. Das ging ja jetzt doch ganz einfach. Ach ja, ist ja immerhin ganz am Anfang, da ist das ja nicht so schlimm, wenn es nicht klappen würde. Das war auch jetzt total unnötig. Ich hätte ja auch einfach nochmal hochdashen können, ne? Das war nicht richtig, nee. Okay, das ist nicht so wie gerade, aber es funktioniert auch. Das würde, glaube ich, sogar auch direkt drüber gehen. Wenn ich da so dashe, dass ich durch den Kristall durchdashe und deswegen noch beide habe. Oh Mann, hör einfach auf, versuchen zu wollen, so Quatsch zu machen und mach so, wie es funktioniert. Ich bin furchtbar. Aber habe ich ja in den anderen Leveln, die so lange gedauert haben, ja auch nicht anders gemacht. Man halt irgendwann Sachen ausprobiert, um wenigstens den Anfang schneller zu machen, nicht wahr? Genau wie mit dieser Erdbeere. Die ist halt auch Schwachsinn, die wir zu nehmen, aber es funktioniert. Ja, shit. Da unten im Raum, er ist schon wieder Quatsch gemacht. Er ist nicht schräg gedasht, sondern nach links und dann hoch, anstatt erst nach links oben und dann nach oben. Und dann habe ich mittendrin noch mehr Quatsch gemacht. Verdammt.
Genau deswegen, wenn ich das nicht richtig mache, bin ich da nämlich tot. Deswegen lassen wir das in dem Raum doch besser wieder, aber... Fangen wir erst gar nicht mit an. Mit so einem Quatsch. Nein, das war nicht richtig. Jetzt. Zwar wieder mehr kaputt gemacht als nötig, aber es hat funktioniert. Nein, ich bin viel zu langsam von diesem Bouncer abgeprallt. Von dem Bumper meine ich. Weil ich es wahrscheinlich noch hätte retten können, wenn ich nicht direkt von dem einen Block da abgesprungen wäre. Weil er ist ja nur so schnell kaputt gegangen, weil ich wieder abgesprungen bin. Ich hätte wahrscheinlich noch weit genug rüberlaufen können. Oder bin ich an der... Bin ich an die Seite davon gesprungen? Nee, ne? Ich bin ja schon oben drauf gewesen. Nur, das war Panik. Ups. Okay, nochmal.
Was war das, bitteschön? Das war nicht so, wie ich das sonst gemacht habe. Das war auch nichts, was irgendwie schneller gewesen wäre oder so. Das war einfach komisch. Irgendwie war das nicht richtig. Die obere Kugel können wir natürlich auch mal draufspringen. Wieso mit einem Besen? Fegst du da durch die Häuser oder was? Ne, wieso denn? Wenn das funktioniert, warum nicht damit rumprobieren? Warum denn nicht? Wenn es funktioniert. Das klingt dann höchstens danach, dass du dich da drin langweilst und vielleicht was anderes machen solltest. Das würde ich dann eher noch sagen. Okay. Das ist nicht so, wie ich das gerne machen würde, aber okay. Alles funktioniert. Ich bin wieder nicht richtig von diesem Band an der Wand abgesprungen. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Ich sagte, ich will mal was ausprobieren. Wenn ich da nochmal dasche, geht das auch. Okay. Ich sollte richtig dashen, dann geht das. Ich meine ja was ganz anderes, nicht mal dann in Skyrim. Ich meine was ganz anderes. Okay, machen wir das mal wieder auf den normalen Weg. Auf dem normalen Weg. Thank you.
Schön. Nochmal in den Raum, damit wir das wieder richtig haben. Beziehungsweise so haben, so wie ich den Raum jetzt gelernt habe. Okay. Oh Gott. Na, ich habe mich nicht richtig festgehalten. Verdammt, und ich habe eh einmal zu oft gedasht, sonst hätte ich mich gar nicht so festhalten müssen, wie ich es jetzt hätte tun müssen. Was ein blöder Satz. Ach Mann. Machen wir jetzt mal wieder noch mehr kaputt, weil ich wieder mal nicht damit gerechnet habe, noch aus der unteren Reihe direkt einen kaputt zu machen und war deswegen kurz wieder raus. Aber das ist in dem Raum ja zum Glück nicht tödlich. Da kann ich ja dann einfach noch mehr rumspringen oder im Notfall auch einfach nochmal ganz unten landen und warten, bis da wieder was mehr zum drauf rumspringen ist. Oh, nehmen wir sie diesmal nicht mit. Oh Gott. Was war das denn? Das war sehr knapp auf jeden Fall.
bin in den Kristall gesprungen, aber wollte noch... Warum auch immer noch auf so einem Eisding landen, anstatt einfach hochzudashen. Das war nicht klug. Was war das? Ich weiß es nicht. Jetzt auch mal wieder gut hier mit dem Quatsch, ja? Bin noch rumgealbert. Jetzt wieder richtig. Dann machen wir den offensichtlich mal wieder, ja, so. Zu lange gewartet. Und dann war das alles nicht mehr richtig. Okay. War mir nicht nach richtig abspringen. Okay. Oh Gott, das ist schlecht. Da wollte ich nicht landen. Nee, ich wollte eigentlich direkt dazwischendurch irgendwie, aber... Ja, das war definitiv nicht richtig, was ich da gemacht habe. Verdammt. Blöder Raum.
Ich musste es mal ausprobieren, ob es auf Anhieb auch so klappt. Nein, hat es nicht. Eigentlich wollte ich nach oben, aber okay. Das war so überhaupt nicht nach oben. Komm schon, lass mich einfach dann halt eben. So. So war das gedacht oder so ähnlich. Hä, was tue ich da? Die Dashes brauche ich. Ich habe wieder den blöden Kristall nicht erwischt. Verdammt. Mann. Mein Plan funktioniert nicht. Dann doch wieder so, wie ich es vorhin gemacht habe vielleicht. Auch wenn ich das eigentlich vorher auch nie so gemacht habe. Keine Ahnung. Wäre wahrscheinlich besser. Huch.
Das kann doch nicht einfach funktionieren, wenn ich so in den Raum reindasche. Dann fange ich doch gleich wieder nur an, das dauernd so machen zu wollen. Ich kenne mich doch. Das war dumm. Oops. Oh, okay. Stimmt, die brechen ja nicht direkt zusammen, wenn ich sie loslasse. Das machen ja nur die Feuerblöcke, die dann direkt zerfallen. Weiß ich eigentlich, hatte trotzdem gerade kurz Panik. Ich war ein bisschen zu schnell durch den Raum offensichtlich, ja? Dass ich nicht auf den letzten Eisball, auf den ich drauf will, drauf gekommen bin. Wow. Wie ich das denn gemacht? Wie habe ich das denn geschafft? Das ist ein Quatsch. Hab doch eigentlich nichts anders gemacht als sonst. Nicht, dass ich wüsste. Zumindest halt nicht mit Absicht. Ich wollte nicht von dem Eisball abspringen, eigentlich. Aber Madeline wollte das offensichtlich. Aber ich stand auch, glaube ich, zu weit rechts einfach. Das hätte so oder so nicht geklappt. Egal, ob ich jetzt von dem Eisball abgesprungen wäre oder nicht.
wäre so oder so da reingedasht. Schon besser. Jetzt geht's wieder, okay. Ja, ich bin da ein bisschen weit runtergefallen. Ja, das war auch wieder irgendwie rumgealbert. Etwas. Ja, halt in den Screen reingedasht und irgendwie doch weitermachen wollen und dann irgendwie auch nicht. Und ich konnte mich nicht entscheiden und bin deswegen gestorben. Einfach wieder nur reinlaufen und weiterlaufen, dann geht das doch alles. Das war auch ein bisschen knapp. Der Feuerball war mir doch schon ein bisschen sehr nahe, würde ich mal sagen.
Ja. Manchmal, wenn es so ein bisschen öfter hin und her wechselt, ist es vielleicht nicht ganz so leicht anzugucken, wa? Weil Rot und Blau sind ja doch so Farben, die doch schon nicht ganz so zusammenpassen irgendwie. Ja, ich auch, Richard, ich auch. Ich weiß das halt nur, dass, wenn man mal schon mal solche Bilder gesehen hat, wo wirklich starkes Rot und starkes Blau zusammen nebeneinander gewesen ist, dass man ja doch Schwierigkeiten hat, sich das ganze Bild scharf anzusehen, weil die Farben ja doch so ein bisschen weiter auseinander liegen, auch wenn das halt überhaupt nicht der richtige Begriff dafür ist. Einfach weil die Wellenlängen der Farben so unterschiedlich sind, dass das Scharfstellen dann nicht ganz gut funktioniert, wenn halt so ein richtig helles Rot und Blau beieinander liegt. Wobei nicht hell, sondern eher kräftig. Wenn es wirklich beides sehr, sehr hell ist, dann geht es ja eher schon wieder besser. Ups. Gerade in diesem Raum fällt mir das halt immer auf, wenn es wechselt, dass ich da so einen kleinen Moment brauche, um mich da wieder dran zu gewöhnen, dass es jetzt doch wieder anders ist. Dass es von Rot auf Blau gewechselt hat. Okay, nochmal.
Ich wollte schon eigentlich wieder da richtig landen. Fuck. Ups. Okay, nochmal von hier. Machen wir das ohne den Block. Das geht auch. Um dann nochmal runterzufallen. Wow. Sehr gut. Na, jetzt aber auch mal wieder gut hier, ne? So war das nicht gemeint. Verdammt. So war das nicht gemeint. Nicht mit mal gut ist jetzt, wir fangen doch mal von vorne an, sondern dass ich mal weitergekommen wäre. Verdammt. Ah! Das war schon sehr dumm. Das war zu früh abgesprungen, ja. So kann man das, den Raum natürlich auch machen, ja. Warte. Machen wir nochmal richtig.
Ah, Mist. Was war das denn? Aus Angst nochmal da zurückgezogen, anstatt direkt hochzufliegen und dann danach beim zweiten Mal auf die Stacheln gefallen, weil man noch so hoch gewesen ist. Sehr gut. Was ein Quatsch. Aber Quatsch kann ich heute wieder gut, wa? Ne, wir müssen das schon einsammeln, ne? Nicht nur einmal angucken und wieder weggehen. Das hilft nicht. Mist. Beim zweiten Mal. Eigentlich wollte ich gar kein zweites Mal an den Bumper dran, aber ich habe ihn noch berührt. Ups. Nochmal. Thank you.
Es war gerade schön schnell durch den Raum durch. So, wieder der Part, wo uns die Lava verfolgt, beziehungsweise das Eis, je nachdem, in welchem Raum wir sind. Oh nein, ich bin dran vorbeigekommen und wollte eigentlich noch zurückziehen, dass ich erst gar nicht dran vorbeikomme und bin deswegen wieder da drauf gefallen. Ah! Selbst wenn einfach dieser Versuch, das nochmal nochmal zu stoppen, hätte so oder so nicht funktionieren können. Deswegen hätte ich einfach versuchen sollen, weiterzumachen. Hätte ja jetzt geklappt. Mann! Warum ich den Kristall eingesammelt habe, weiß ich auch nicht. Beim Raumwechsel komme ich meine Dashes doch eh wieder. War mir gerade nach. Wieder kurz vorher abgehauen.
Okay. Alles gut. Nichts passiert. Ich wurde nicht nur fast von einem Bumper in den Tod geschleudert nach unten. Ist nie passiert. Ganz eindeutig nicht. Okay. Hallo Tari, schönen guten Abend. Das war wieder nicht richtig. Wie habe ich das denn sonst gemacht? Ich weiß das eigentlich, aber irgendwie bin ich zu doof im Moment dafür. Und das, wie ich es jetzt machen wollte, hat auch mal wieder nicht geklappt. Mist. Dir auch einen wunderschönen guten Abend, Reckless, und vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Hi. Huch. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Hat da auch jemand das Angebot in Anspruch genommen? Die 500 Bits für 1 Euro, wie viel auch immer das gewesen sind. Sehr gut. Ja, das muss man ja auch mal sich dann... Sowas, wenn man... Wenn sowas... Ich fange nochmal den Satz an. Wenn es sowas schon gibt, dann muss man das ja auch mal mitnehmen, nicht wahr? Wenn ich momentan Prime hätte, dann hätte ich das auch schon getan. Ich weiß gar nicht genau, ob... Ich bin mir da gar nicht sicher, ob das dann gegen die... gegen den Teil der TOS mit den Bits verstoßen würde, oder nicht. Ich weiß halt nur, dass es bei den Ad-Bits auch so ist, dass man da halt nicht einfach auf mehreren Accounts irgendwie farmen darf, um sich das dann selber zu cheeren. Ob das damit jetzt auch so wäre, weiß ich nicht. Aber da müsste ich ja Prime auf einem anderen Account als meinem richtigen haben, damit ich mir die da so überhaupt kaufen könnte, ne? Dass das jetzt auch überhaupt gehen würde. So günstig.
Ah ja, dafür müsste ich ja überhaupt erstmal Prime haben, ne? Ja. Ich hab mir, als ich dann halt das Affiliate-Gedönse da bekommen habe, habe ich mir die ganze TOS und das, die ganze Geschichte halt ja auch mal durchgelesen. Also. So ungefähr weiß ich halt, was drinsteht. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das damit auch so wäre oder nicht. Ich hätte es sowieso nicht vorgehabt, aber wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob das jetzt auch. Ob das damit in Ordnung wäre oder nicht. Ah, ich habe den Kristall nicht berührt. Sehr gut. Okay, sind wir doch noch mehr oben dran gewesen. Na klar, solange man die halt nur verteilt, dann muss man das ja auch nicht wissen, ob sowas jetzt in Ordnung ist oder nicht, weil dann, wenn man sie einfach nur kauft und irgendeinem Streamer da lässt, klar, dann kann das ja eh nicht passieren. Dass man damit irgendwas falsch macht. Nehmen wir die Erdbeere wieder mit, so wie immer. Oh Gott, das ist schlecht. Ich möchte nochmal anfangen. Geh weg, Lava, wir haben dich nicht lieb. Lass mich in Ruhe. Shit. Oh Gott. Nein, was? Wie habe ich das?
Ich weiß nicht mal mehr, wie ich das heute am Anfang gemacht habe, als ich das erste Mal da war. Da habe ich es ja auch irgendwie geschafft. Nur so war das offensichtlich auch nicht. Wie habe ich das denn noch gemacht? Das ist ja furchtbar. Warum bin ich jetzt da hochgesprungen? Ich hätte auch jetzt das gerade auch so machen können wie immer. Machen wir es halt wieder in der langsamen Variante. Wir haben es ja zum Glück nicht eilig. So wollte ich das nicht. Nein, vielleicht doch. Wenn ich... Nein. Wenn ich in den Raum reinkomme und so mache, könnte ich auch direkt auf den Würfel. Okay. Müssten wir erst gar nicht irgendwelche Umwege über den Boden gehen. Wenn ich das nächste Mal wieder hier bin. Kann ich jetzt da hoch? Dankeschön. Oh Gott. Okay, das geht noch. Wenn wir richtig abspringen, ist das alles noch okay. Ja. Thank you.
Ja, das war sehr schlecht getimed. Mist. Das war auch schlecht. Okay. Der Raum mal wieder normal. Bin ich zu weit gerutscht? Kam ich doch nicht mehr so da hoch, wie ich es vorhatte. Direkt. Sehr gut. Das war auch ein bisschen knapp. Ah, Mist. Ja, ich bin wieder nicht richtig gedasht. Verdammt. Darf ich nochmal? Danke. Einfach mal einmal in den Boden gedasht. Ist nicht sehr hilfreich.
Ja, so ähnlich. Nur an den Schalter dran, nicht schräg irgendwie anders, dass wir ihn erst gar nicht erwischen. Weil das ist ein großer Block, über den ich laufe, könnte ich theoretisch auch drüber hyperdashen, weil ich brauche ja für den hinteren Teil nur einen Dash, um da lebend lang zu kommen. Wirklich schneller wird es dadurch, glaube ich, aber auch nicht werden. Deswegen lasse ich es am besten einfach, auch wenn ich jetzt schon wieder auf Ideen komme. Das sind auch immer nur Ideen, die mir die Räume schneller machen, aber kein Stückchen sicherer. Das ist die Sache. Meistens nicht mal viel schneller. Ich glaube, Sicherheit ist im Moment wichtiger als Geschwindigkeit. Ah, sammel doch den Kristall ein, oh Gott. Ah, ich bin zu früh da dran. Okay. Das war auch sehr interessant. Nicht so, wie ich es wollte, aber sehr interessant. Ah, ich bin wieder nicht weit genug links gewesen. Ach, schon wieder nicht richtig? Was mache ich denn da jetzt? So schwer ist der Raum jetzt auch nicht.
Halt. Komme ich so nicht mehr zurück, ne? Mist. Ups. Ich brauche doch die Erdbeere. Na, geht doch. War doch jetzt wieder nicht so schwer, würde ich sagen. Das wäre auf jeden Fall schwierigere Stellen zu bieten als dieser eine Raum da gerade. Oh Gott, ich bin direkt da oben drauf gelandet. Mach das doch nicht, wenn ich das sonst nie mache. Sowas bin ich doch dann nicht vorbereitet. Oh Mist, ich bin so überhaupt nicht auf dem Eisball gelandet. Ja, das war nicht richtig.
Da brauche ich immer noch nicht dashen am Anfang von dem Raum. Erst wenn ich da unten bin, bei den Blöcken, die kaputt gehen und mich in die Luft schleudern würden. Das war viel zu spät. Ups. Ja. Habe ich ihn noch mal kurz oben drauf berührt. Das hat mir direkt weggebröselt. Wow, das war schlecht. Bin ich ja mal viel zu tief gesprungen vor dem Dash. Ups.
Okay. Machen wir das. Wow. Nur um dann in den nächsten Raum zu sterben. Sehr gut. Mist, das war nicht schräg gedasht, nee. Dann natürlich den Kristall nicht erwischt und dann einfach runtergefallen. In den Tod. Was ich mir dabei jetzt gerade gedacht habe, weiß ich auch nicht. Das war auch irgendwie komisch. Statt wie normal dann erst rechts und dann nach oben zu dashen, war mir offensichtlich nach diagonalen Dashes. Kann man hier auch mal machen. Wäre ich zwar fast runtergefallen, aber egal. Nicht in den Raum dashen, das funktioniert nicht. Zumindest nicht, wenn wir es nicht geübt haben. Thank you.
Ach. Pfui. Ah, ich glaube aber für heute lassen wir das doch erstmal wieder. Wir sind immerhin jetzt schon wieder 95 Mal gestorben. Sind schon wieder ein paar Tode gewesen, ja. Bei einer mehr hätte es jetzt auch noch sein können, nicht wahr? Aber das war ja überhaupt nicht so geplant, dass das jetzt bei 399, ich meine 499 hier aufhört. Naja. Machen wir ein anderes Mal damit weiter. Gucken wir mal wann. Aber es war auf jeden Fall wieder ein sehr schöner Stream mit euch. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Dann gucken wir doch mal, was wir so Donnerstag machen, ne? Mit Lumini sind wir ja heute fertig geworden. War ja jetzt nicht so ein langes Spiel. Also mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Ich mich auch. Ich wollte mir den Meilenstein aufheben, ja. Ich glaube auch. Auch wenn wir ihn wahrscheinlich dann nie sehen werden. Weil wir ja jetzt wissen, der nächste Tod ist der 500. Naja. Ich wünsche euch allen dann auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht und bis dann. Tüdelü.